Willkommen bei Schlesien-Journal. Heute pilgern wir mit den Deutschen nach Niederschlesien. Dort befindet sich eines der bekanntesten Mariensanktuarien in Schlesien. Nach Warta pilgern seit Generationen an jedem zweiten Sonntag im Juli deutsche Schlesier. Wir waren diesmal dabei. Warta an der Glatzer Neiße. Seit Jahrhunderten ein beliebter Wander- und Erholungsort am Tore zur Grafschaft Glatz. Schon im Mittelalter spielte Warta eine bedeutsame Rolle als Wallfahrtsort. Christen aus allen Teilen Schlesiens pilgerten in die Basilika der Heimsuchung der heiligsten Frau Maria. Besonders die Nachkriegsjahre, als die Schlesier keinen Halt gehabt haben, besonders die deutschen Schlesier hier in Schlesien, die fühlten sich verlassen. Der Glaube war ein einziges Halt, ein einziger, was die Schlesier vereinigt hat, nicht nur vereinigt, aber auch etwas Sicherheit gegeben hat. Den Marienkult brachten nach Warta Zisterzienser. Sie machten den Ort zu einem Wallfahrtsort der Mutter Gottes. Anfang des 20. Jahrhunderts pilgerten bis zu 50.000 Schlesier nach Warta. Sie kamen hierher, um vor dem Gnadenbild der Mutter Gottes zu beten. So auch Juliane und Josef Jelito aus Glodnitz. Ab 1946 pilgerten sie jedes Jahr zu den damals einzigen deutschen Wallfahrtsandachten in Schlesien. Von dieser Zeit sind meine Eltern hier immer mit dem Zug gekommen nach Warta und nach Altendorf. Nun, die Geschichte dauert so lange bis 70er Jahren. Und dann wurden die Eltern schon, meine Eltern schon alt, nicht haben das durchgelassen. Und dann sind wir hier wieder reingereist. Nach dieser Zeit kamen wir hier nach Warta. Wer nach Warta pilgert, kommt am Marienbrunnen nicht vorbei. Fast 400 Jahre ist es her, dass man diese Kapelle erbaute. Eine Legende besagt, dass eine Mutter aus Böhmen ihrem erblindeten Sohn mit diesem Brunnen Wasser die Augen wusch, nachdem ihr Maria im Traume erschien. Der Knabe erlangte sein Augenlicht wieder und seitdem kommen immer wieder Pilger hierher, um aus der Quelle zu schöpfen. Na studiach we Wrocławiu każda uczelnia organizowała rajd wiosenny i jesienny. Każda uczelnia. Chodzili z nami rektorzy i te tereny były najczęściej oblegane przez studentów. Albo Bardo, Boszków, tamtędy. I między innymi tutajśmy przyszli kiedyś. No i takie właśnie to były inne czasy. O, źródełko, kolega mówi. Ja mówię, no właśnie trzeba się napić i żeby to się spełniło. Co za bzdury. I tu było tak mokro jak w tej chwili. Od razu się pośliznął i pupę stłukł. Od razu został pokarany. Ausflug, Erholung und Begegnung. Die Wallfahrten der deutschen Schlesier nach Warta sind vor allem für die Älteren ein Ereignis, auf das sie das ganze Jahr sehnsüchtig warten. Seit der politischen Wende hat die Zahl der deutschen Pilger abgenommen. Doch damit diese Tradition weiterlebt, organisiert der Verband der deutschen Minderheit gemeinschaftliche Anreisen zu Wallfahrten. Überall in jeder Pfarrgemeinde praktisch dürfen deutsche Gottesdienste statt haben. Also dort darf man deutsche Gottesdienste zelebrieren. Deshalb hat sich das ein bisschen auch so verteilt. Also kann man sagen, ein Bedarf nach den deutschen Gottesdiensten ist etwas gestillt, ja. Aber Wallfahrt ist trotzdem etwas Wichtiges. Ob man dringend darum ist immer noch eine Anzahl kommt. Es waren Jahre, dass es ein bisschen nachgelassen hat, aber jetzt hat sich das wieder ein bisschen belebt. Und
schon steht die nächste Wallfahrt der Schlesier vor der Tür. Am 2. August-Sonntag pilgern die Deutschen nach Albendorf. Auch dieses Jahr ist es so. Das Hochamt beginnt um 12 Uhr. Dann wird wieder in deutscher Sprache gebetet und gesungen. Wer mitfahren möchte, meldet sich beim DFK Ratibor oder beim Verband der Deutschen Gesellschaften in Oppeln. Und nun weitere Veranstaltungstipps und Infos. Die Oberschlesier sind stolz auf Miroslav Klose. Beim WM-Public Viewing in Kronstau fieberten sie mit dem frisch gebackenen Torschützenkönig mit. Der gebürtige Oppelner Miro Klose zählt zu den berühmtesten Söhnen dieser Stadt weltweit. Deshalb entstand eine Initiative, Klose zum Ehrenbürger der Stadt Oppeln zu machen. Miro Klose ist uosobieniem wartości, które są cenione od wieków na Śląsku, czyli ciężka praca, samodyscyplina i przede wszystkim skromność. Dzięki temu osiągnął to, co osiągnął, czyli osiągnął wszystko, co można osiągnąć w piłce. Tak, jest jednym z najbardziej utytułowanych obecnie piłkarzy świata. Poza tym jest najbardziej popularną, to tak powiem, osobą, która wywodzi się z naszego regionu i moim zdaniem powinniśmy go docenić właśnie takim tytułem, czyli honorowym obywatelstwem miasta Opola. Miro Klose wäre eine perfekte Werbeikone für Oppeln, aber auch für die ganze Region, meint Stadträtin Kubica. Der Antrag ist ausgearbeitet, nun muss er dem Stadtrat vorgelegt werden. Die deutsche Minderheit ist natürlich dabei. Martin Gambierz hat bereits im Management von Miro Klose Tuch gefühlt. Die Antwort war kurz, knapp und bündig. Wir haben die Antwort bekommen, dass der Ehrentitel ja eine Ehre für Herrn Klose wäre. Der Antrag auf die Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Klose wird im August dem Stadtrat vorgelegt. Nun bleibt abzuwarten, wie die Räte abstimmen. Wir bleiben am Ball. Es ist wieder soweit. Die Bewerbungen für die 9. Deutsch-Polnische Journalistenakademie starten. Die Akademie richtet sich an junge Menschen aus Deutschland und Polen zwischen 19 und 26 Jahren, die sich für europäische und regionale Themen interessieren. Przede wszystkim, żeby pomóc tym młodym ludziom wejść w ten świat dziennikarski, pokazać im warsztat dziennikarski, pracę dziennikarza od kuchni, ale także, jak sama nazwa już wskazuje, polsko-niemiecka, służy to wymianie doświadczeń, służy to temu, żeby ci młodzi ludzie spotkali się w jakimś celu konkretnym, mogli ze sobą podyskutować, a to wszystko właśnie w redakcjach na Górnym Śląsku. Die Teilnehmer erwarten vom 2. bis zum 5. Oktober zahlreiche Workshops, die von deutschen und polnischen Experten geleitet werden. Sie lernen, wie journalistisches Arbeiten funktioniert und erstellen eigene Beiträge. Die angehenden Journalisten können sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren, denn es gibt Workshops in TV-, Print- und Radioredaktionen. Najbardziej nowym doświadczeniem dla mnie jest wizyta tutaj, w radio. Dlatego, że mam doświadczenia telewizyjne, mam doświadczenia prasowe, ale nigdy nie miałam doświadczenia radiowych. Dlatego nie ukrywam, że najbardziej czekałam na dzisiejszy dzień i na to, co wydarzy się tutaj. Na pierwsze spotkanie z montażem radiowym, na pierwsze wyjście na sondę uliczną, tym razem bez operatora i bez kamery i bez całego osprzętu telewizyjnego. Natomiast z perspektywy dziennikarza radiowego. Dlatego dzisiejszy dzień jest dla mnie chyba najciekawszy. Die Bewerbungen können bis zum 12. September beim Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.haus.pl. Deutsche Romantiker ist der Titel eines Konzertes der klassischen Musik, das am 7. August im Theater Rozrywki in Königshütte veranstaltet wird. Dem Publikum werden Werke von Komponisten und Schriftstellern der deutschen Romantik präsentiert. Darunter Poesie von Friedrich Hölderlin, Heinrich Heine oder Josef Freiherr von Eichendorff. Außerdem wird auch eines der bekanntesten Kunstlieder von Franz Schubert gespielt, und zwar das Piano-Quintett Die Forelle. Das Konzert wird vom Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit und der Deutschen Oper Berlin veranstaltet. Der Eintritt ist frei, wenn man sich vorher beim Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit in Oppeln oder Gleiwitz anmeldet. Ein Skat-Turnier veranstaltet zum ersten Mal die sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. Dafür können sich Mannschaften, jeweils eine aus einer Gemeinde, sowie individuelle Skatspieler anmelden. Das Turnier wird nach offiziellen Regeln des Skatverbandes ausgetragen. Die Meisterschaft beginnt im September und endet im Dezember. Für die besten Spieler gibt es Pokale sowie Sachpreise. Anmelden kann man sich bis zum 10. August. Weitere Informationen erhalten Sie bei der SKGD im Oppelner Schlesien unter der Telefonnummer 77 402 1074.
Das war's bei Schlesienjournal. Uns gibt es in einer Woche wieder. Dann berichten wir vom ersten internationalen Sommercamp für Jugendliche der deutschen Minderheit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.